Willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Wieder. Es geht wieder weiter, das wollte ich eigentlich sagen. So, Charakterliste, man sieht schon, unser Jack, der Doppelgänger, ist jetzt vom Level so weit wie Wilhelm. Und wenn ich auf Continue gehe, dann merke ich, dass ich meinen Countdown eigentlich anschalten wollte. So, wir sind in Concordia und wir können mit der Grinder und mit der Sept-Mission zu Springs. Ich glaube, das war das Letzte, was wir mit Wilhelm gemacht hatten, diese beiden Quests abzugeben. Und noch ein kleines Detail. Ich habe Borderlands wieder ein bisschen lauter gemacht. Mir ist aufgefallen, ich hatte es ein bisschen arg leise. Ich glaube, das war in der Zeit in den Experimenten, wo ich versucht habe, meine eigene Stimme aufzunehmen. Also, dass ich meine eigene Stimme höre und das dann mit aufnehme. Und das Experiment war nicht erfolgreich. Ich krieg das einfach überhaupt nicht hin. Aber von da war es noch eben leise und jetzt ist es wieder besser. So, ich lasse mal kurz. So, jetzt mal kurz hier Janie ausreden lassen. Kurzes Status-Update. Ich wollte ja eigentlich mit Jack viel Hyperion-Zeugs verwenden. Ich habe aber hier eine blaue Jacob-Sniper-Rifle gefunden. Die war einfach so stark, die konnte ich nicht liegen lassen. Und diese lila Torque-Hand-Cannon, die war auch sehr, sehr cool. Und ja, deswegen sind die beiden so unterwegs. Dann habe ich eine Merv als Granate. Das ist eine Granate, die splittert auf und wird zu anderen. Die wird zu dann. That sounds kind of freaky. Like it. What'll happen? Genau, die wird dann zu also die explodiert, dann kommen kleine Splitter raus, die machen nochmal den vollen Schaden und damit kann man eben dreimal den Granatenschaden machen. Das ist die ganze Idee. So, grinden. Oh. Okay. Though I do remember someone telling me using moonstones will ensure you always get the best possible items out of them. What the fuck? Was macht diese Waffe? Die fliegt. Da fliegen die Kugeln um die Ecke? Muss ich mal angucken. Okay, Grinder abgeben. Und Laser abgegeben und neue Laserwaffe. So. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben hier einen Skin. Genau, die Skills wollte ich noch zeigen. Ich bin jetzt komplett auf diesem Free Enterprise Skill Tree bisher. Wir machen schnelleren Waffenwechsel. Bei jedem Waffenwechsel gibt es einen Stack. Da haben wir gerade maximal 4. Geht, glaube ich, auch gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Wo unsere Feuerrate hochgeht, das ist auch gar nicht so interessant. Was interessant ist, ist dann hier Compound Interest. Wir haben es uns ja schon mal angeschaut. Wie das genau funktioniert, ist so. Ich schieße mit meiner einen Waffe auf den Gegner. Dann hat er ein Symbol. Und 5 Sekunden lang erhöht sich in dem Symbol eine Geldanzeige. Und die wird dann irgendwann grün. Und ich glaube, das wird dann aber auch... also es wird stärker, je mehr Compound Interest ich habe. Und wenn ich dann mit einer anderen Waffe den gleichen Gegner treffe, dann macht es zusätzlichen Explosivschaden. Das ist echt eine ganz coole Sache. So, also eine ganz, ganz geile Sache. Einfach, man muss ein bisschen Waffe wechseln. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, was man tut. Aber da kann... What? Eine Legendary zu kaufen? Da bin ich sofort dabei. Genau, man kann aber ganz gut damit Schaden anrichten, wenn man einfach einigermaßen oft die Waffe wechselt. Wow, eine Legendary Rolling Thunder. The Thunder shall bring forth the pain. Okay, das muss ich jetzt mal gleich ausprobieren. Ah, und meine Maus muss ich umstellen. Ich habe mir auf meiner Maus ein Profil
angelegt, welches explizit für Borderlands gilt. What the? Okay. Die hüpft und hüpft und hüpft und hüpft. Und wenn sie explodiert, dann teilt sie sich in neun. Wow, das ist... Wow. Okay. Irgendwelche coolen Hyperion-Waffen oder einen coolen Raketenwerfer. Der ist schwächer als meine. Nee, okay. Ich könnte eigentlich auch mal wieder zu Earl gehen, weil wir haben 36 Moonstones. Ja, dann... Also ich sollte auch irgendwann mal die Drinks von Moxie zum Beispiel ausprobieren, aber derzeit noch nicht. Erstmal hier Inventar vergrößern. Und die Sniper-Munition. Und dann will ich jetzt noch, weil ich es in letzter Zeit viel verwendet habe, die Pistolen ein bisschen aufrüsten. So, Pistolenmagazine sind es auch größer. Und noch so eine Kleinigkeit, die ich machen wollte. Ich wollte, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich wollte den Namen ändern. Nee, nicht Jack Kabarak. Doch, Jack Kabarak ist eigentlich gut. Kabarak. Und wenn ich jetzt noch ein C reinmache, dann habe ich beide Namen drin. Ich kann nicht mal mehr meinen Namen tippen. Glaubt ihr das? So. Jetzt heißen wir Jack Kabarak. Das ist besser. Okay, was wollten wir tun? Wir wollten ein paar... Oh, Badass Ranks ausgeben. Ja, ich habe auch so ungefähr die gleichen Badass Ranks geholt mit Jack wie mit Wilhelm. Einfach, dass es alles übereinstimmt. Und das könnten wir auch mal irgendwann machen. Jetzt machen wir mal hier All the Little Creatures und Zapped. Ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, wenn wir zu Fuß kurz gehen. Oder mit dem Fahrzeug. Oh, Moonstone. Und ich soll natürlich die Laserwaffe ausrüsten. Ist logisch. Ich habe übrigens auch noch einen zusätzlichen Badass Rank. Oder 10 Badass Ranks, glaube ich. Hier mit Jack geholt. Und zwar, ich habe die Tanzaktion mit Claptrap, mit dem Bartrap gestartet. War eigentlich ganz einfach. Der Claptrap an der Bar, der bei Moxie arbeitet, der rennt da rum. Und zwischendurch... Oh, falsche Taste. So. Wo ist denn meine... Ach, da. Also doch, ich habe die richtige Taste gedrückt, das hat es noch nicht angenommen. Genau, also der fährt da rum und zwischendurch geht er die Tanzfläche und fängt an zu tanzen. Und in der Zeit muss man einfach nur zu ihm hingehen und ein bisschen im Kreis rennen und mal hüpfen und so. Und das Spiel nimmt dann wahr, als hätte man mit ihm getanzt und man kriegt die Badass Ranks. Also an sich total easy. Man muss nur drauf kommen. So, jetzt gehen wir mal zu der Pumpstation. Den Dialog höre ich jetzt schon zum dritten Mal. Einmal mit Wilhelm und einmal mit Jack. Und jetzt nochmal mit Jack. This used to be a Dahl refinery. Before the Kraken, naturally, this being Elpis, some filthy scavengers have moved in. Show them no mercy. Ich zeig jetzt mal, warum ich diese Sniper Rifle hab. 718 Schaden, 718, also zuverlässige 718 Schaden. So, und das ist der Compound Interest. Das füllt sich jetzt hier langsam auf. Jetzt ist grün und jetzt mache ich zusätzlichen Explosivschaden. Das ist die Kampfart mit Compound Interest. Draufschießen, warten und nochmal draufschießen. Okay, bumm. Bumm. Die sind nur ein bisschen langsam, die Sniper, aber das ist ja relativ normal. Gerade bei Jacobs Waffen, die hat man oft, dass er... Ups. Ah.
Okay. Auch unser Air Boost ist relativ stark. Kann ich auch mal kurz zeigen. Der Air Boost kann 761 Schaden machen und gibt uns ganz gute Resistenzen. Also die Juggernaut, die Resistenzteile, die kannten wir ja schon. Aber der ist jetzt auch relativ gut vom Schaden her. So langsam habe ich das Gefühl, ich komme in die Bereiche vom Spiel, wo es tatsächlich auch mal einen Unterschied macht vom Waffenlevel her. Also, und dass Waffenlevel tatsächlich mal einen Unterschied machen, dass man die Stärke sieht. Wobei jetzt natürlich so eine Legendary Granate ist natürlich gleich mal eine Stufe besser. Was ich bei meiner Maus eingestellt habe, das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe eine Maus, die verschiedene DPI kann. Wow! Okay, das war unerwartet. Der hat eine verdammt starke Laserwaffe. Aber er schafft es nicht, gegen meinen No-Scope-Snap anzukommen. Genau, was habe ich gerade erzählt? Das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich erzählt habe. Und das war ja so kurz davor. Oh, where's that look? Ne, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Dann war es nicht wichtig. Ah, doch, genau, meine Maus. So geht's mit dem Alter. Ich habe ja eine Maus, die kann verschiedene DPI zahlen. Ich habe ja eine ganz gute Logitech-Maus. Ich hol mir mal Verstärkung. Da ist nämlich ein Badass. So, und die Maus, die kann verschiedene... Die kann verschiedene DPI-Stufen, wie es viele so Mäuse können, und hat 12 extra Tasten an der Seite. Und die habe ich mir jetzt soweit konfiguriert, dass ich eben eine Borderlands, komplette Borderlands-Einstellung habe. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass ich den Stomp, den Butt Slam, machen kann, allein mit der Maus. Weil die C-Taste zu suchen ist manchmal ein bisschen umständlich im Spiel. Und was ich mir auf jeden Fall eingestellt habe zum Snipern ist, dass ich an einer Maustaste, während ich die gedrückt halte, also jetzt ist normal und jetzt halte ich die Maustaste gedrückt. Also die Maus bewegt sich dann langsamer, weil die DPI-Zahl ein bisschen runtergestellt wird. Und ich habe die DPI-Zahl erstmal relativ hoch im Standard und habe dann im Spiel die Sensitivity runtergestellt, um eben mehr Genauigkeit zu erreichen, während ich mit der Maus ganz normal rumhantiere. Das sind so Sachen, die man mit eben solchen Mäusen machen kann. Da hatte ich mich mit einem Kollegen ein bisschen unterhalten. Ich fand seine Gedanken gar nicht schlecht. Und habe die halt bei mir jetzt einfach auch mal so eingestellt. Und ich finde es jetzt ganz cool. Ist natürlich nur blöd, dass dieses Profil, also ich kann an der Maus drei Profile speichern. Und das Profil ist jetzt halt so speziell für Borderlands, dass ich das nirgends anderes verwenden kann. Und für andere Spiele muss ich mir jetzt extra was konfigurieren. Ich habe zum Beispiel überlegt, mir auch ein, weil ich relativ viel Guild Wars 1 spiele, mir ein Profil für Guild Wars 1 zu machen. Habe aber vorhin so beim Spielen eigentlich nicht bemerkt, dass ich außer den Zahlentasten irgendwas häufig brauche. Und die Zahlentasten sind im Standard drin. Also die sind ja standardmäßig auf den 12 extra Tasten drauf. Oh, ein Better Scav. Little Scav. Da verstecke ich mich mal kurz. So, und gerade wieder zurückrufen. Das habe ich schon relativ schnell gelernt, die Checks zu beschwören, wieder zurückzurufen. Wenn ich sie lang brauche, dann sind sie lang da. Aber ich kann sie halt, wie gesagt, schnell wieder aufgeben. Und das geht schon sehr, sehr schnell. Dieses Rufen und wieder verschwinden lassen. Okay. Habe ich da... Okay. Das ist ein Torg. Die will ich jetzt noch nicht mit meiner Laserwaffe killen. Ich will jetzt erst die Cuties machen. Genau, dann habe ich eben auf der
Maus, also hier ducken, Nahkampfangriff, Fähigkeit benutzen, Granate werfen, die Sachen habe ich alle auf die Maus gelegt, auch, dass ich eben da schneller drankomme. Oh, und hier ist irgendeine Säure, die mir wehtut. Ah, ich sollte nicht in dem Wasser rumlaufen, habe ich den Eindruck. Okay. Ja, da vorne sieht man, es ist Giftwasser. Ich hatte auch ein Schild gefunden, Immunity to Corrosive Damage. War aber nicht so das, was ich in dem Moment gebraucht hatte, und jetzt ist es wahrscheinlich auch wieder weg. Man muss eben auch mal solche Entscheidungen treffen, und zu der Zeit war mir das zu teuer. Okay. There's more than one button. You'll have to input the correct sequence to shut off the flow. A smart vault hunter like you shouldn't find that too hard. Close off the polluting pipe. Gut, ich muss jetzt... Ich drehe jetzt mal alle auf Rot. Das war die richtige Idee. Good work. Now the slime is gone, cuties are free to emerge and frolic with abandon. Navigate that disgusting waste and go save the cuties. Rescue cuties, okay. Das Blöde ist, ich habe auf TV Tropes, ich glaube von der Seite habe ich schon mal erzählt, habe ich schon nachgelesen, oder ja, in dem Eintrag für Funny. Also Borderlands the Pre-Sequel Funny waren die Cuties auf jeden Fall ein Punkt, der immer. Genau, dieses Kill them, kill them. Das war das, was. Okay, wir können jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Boah, diese... Another productive day for the liberation front of Concordia. Nature triumphs once more. And if I've learned anything, it's that nature always wins. Come back and I'll pay you for your valuable work. Umweltschützerin, die am Ende schreit, töte es, töte es, töte es. Ja, sehr nett, doch, ganz klar. Okay, hier, wir müssen noch einen Talk shattern, also hier einfrieren und dann zerschlagen. Das ist unser Bonusziel bei der Mission. Und das geht ja relativ leicht. Es geht auf jeden Fall leichter, als Banditen anzuzünden mit dem Laser, der irgendwie 10% Chance hat, einen Banditen anzuzünden. Okay, da oben sind jetzt Gegner. Die interessieren mich jetzt nicht. Ich schau mal hier noch kurz vorbei. Sniper-Munition, ein bisschen Atemluft. Ja, okay, die brauchen wir eigentlich nicht. Laser-Munition hätte ich mir eigentlich dazu holen können bei Earl. Naja, egal. Ist jetzt nichts, was ich häufig verwende eigentlich, ein Laser. Das ist nicht so meine Spielart. Ich hab's ja schon erwähnt. Ich möchte eher mit hoher Genauigkeit snipern und da passt der Laser einfach nicht ins Konzept. Ja, ja, ich weiß. Wield Mission Weapon. Critical, critical. Oh, da ist noch ein Badass. Dann nehmen wir den dazwischen rein und den da. So, jetzt hätte ich überlegen können, ob ich da auf die andere Waffe wechsle und ihm dann den Zusatzexplosivschaden raushau. Aber der Crit ist entschieden stärker. Deswegen bin ich auf der Sniper geblieben. Oh. Die Outlaws, die sind relativ stark. Und da ist noch ein Badass. Und noch ein Badass. Nee, ist der. War der Small Badass? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Okay. So wie der gezuckt hat. Oh nein. Ah, das kann ich eigentlich auch, ne? So, Nahkampf gilt nicht als andere Waffe. Nahkampf löst den Explosivschaden nicht aus. Oh, ein gutes Oskit. Und viele Moonstones.
Allein dafür hat sich der Ausflug hierher schon gelohnt. Und noch ein Auskit. Okay, jetzt schauen wir mal kurz. Da war gerade ein Auskit. Hier. Blitzschaden, weniger Schaden. Mehr Cryo, Explosive Resistance. Ne, das bringt es eigentlich nicht. Ne. Aber ich kann mal hier diese Skins verwenden. Weather, Desolate Heirloom. Ist alles was wir nutzen können. Das war die ich mitgebracht hatte. Ja, okay. Dann nehmen wir mal unsere Laserwaffe und schauen bei den Torque vorbei. Man sieht jetzt unten an der Erfahrungsleiste dieses Symbol. Das ist das für den Waffenwechsel. Wo ich eben jetzt ein Stack hatte. Und ich könnte jetzt Stack. Das ist Maximum. Und jetzt ist meine Fire Rate irgendwie um 30%, 40% höher oder so. Aber die Stacks bauen sich halt wieder ab. Rums. Wow, dann hat's zerfetzt. Oh Gott. Okay, draufbleiben, draufhauen. Sie ist rausgekommen. Nein, wow. Okay, ich schieß aus nächster Nähe und es passiert nichts. Jetzt ist er wieder. Aua! Alter! Okay, die Torques waren das letzte Mal schon so übel an der Stelle hier. Dafür brauche ich noch 7. Oh Gott. Ich muss mal durch die Luft. Wow, Flucht! Ich darf halt meine Checks auch jetzt nicht rausholen, weil dadurch würden die Gegner ja nicht durch meine Laserwaffe sterben. Sondern durch Check. Also durch die Checks. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ich treffe nicht. Auf die kurze Distanz treffe ich nicht. Okay. Oh, plötzlich kommt einer von der Seite. Haha, der ist in eine Cryo reingelaufen, in eine Cryo-Wein. Nice work, Vault Hunter. Swing by. I've got another fantastic idea that's both constructive and destructive. Plus I need to reward you for being my shooty smashy assistant. Jetzt hol ich doch die Checks noch raus. Ich weiß nicht, ob noch was lebt. Da lebt noch mehr als genug, da ist der Swagman. Den Swagman, den habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Der war auch im Outland Canyon. Das war da, wo wir den Fast Travel Point hatten und wo ich das erste Mal gegen die Tor gekämpft habe. Wo wir das erste Mal gegen die Tor gekämpft hatten. Wow! Okay, da hat gerade die Granate richtig reingehauen. Die war gerade richtig nützlich. So, ich muss aufpassen. Ich müsste eigentlich ein paar... Boah, der hält was aus. Ah, jetzt ist er shattered und fällt. Gut, der ist aus der Karte rausgeflogen. Ich müsste ja ein paar weiße Waffen abgeben. Für die, geht's denn da lang? Krass, eine Truhe, eine Abkürzung. Für die Liberation Army. Die wollen ja weiße Waffen von mir haben. Damit habe ich noch nicht angefangen und weiß auch nicht, wann ich es machen werde. Auf jeden Fall möchte ich jetzt die beiden Quests noch abgeben. Ich weiß, der Part ist schon wieder viel zu lang. Meine Aufnahmezeit sagt mir hier 24 Minuten. Da kommt ein bisschen Voraufnahmezeit dazu. Ja, passt aber. Geht noch, ist nicht zu lang. Ich denke, ihr habt auch nichts gegen zu lange Parts. Zept will ich erstmal nicht abgeben, sondern All the Little Creatures. Ist natürlich auch schön, dass man da eine Sniper oder irgendwas anderes kriegt. Also eine Sniper für eine Waffe,
eine Sniper sich als Jagdwaffe so ein bisschen an und das von der Natur. Naturschützerin, Naturretterin. Sehr interessant, sehr interessant. So, ich glaube, jetzt muss ich aus dem Rumpf fliegen. Oh Gott. Man sieht auch auf der Karte. Man sieht auf der Karte, ich habe auch dieses Wettrennen, diese Quest mit dem Wettrennen, auch mit Jack noch nicht erfüllt. Der schreit immer so schön. Bam. Auch mit dem Jack noch nicht erfüllt. Wo will ich hin? Da will ich hoch. Einfach, ja, weil ich gedacht habe, ich muss es nicht tun. Und die war einfach doof. Ich habe aber den, ich habe es noch nicht mal versucht. Das heißt, ich hätte jetzt diesen Schaff's aufs erste Mal Bonus noch offen. Sollte ich es tatsächlich schaffen. Aber ich liebe das Chocoras einzufrieren. Die bringen aber kaum Erfahrung. Ich glaube, die Buggies bringen. Ja, die bringen 137 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir haben sogar schon bald wieder, wenn es so weitergeht, Level 13. Ja, und Jack hat Höhenangst. Das wissen wir jetzt auch schon länger. Der schreit auch immer bei Geschwindigkeit rum. Also, wenn ich ein bisschen schöner fahre, dann regt er sich gleich auf. So, all the little creatures turn in. Wow, eine Hyperion Sniper. Mit plus Melee Damage. Ja, vielleicht. Die Granate bringt's nicht. Okay, und eine fehlbare Waffe. The Concordia people's friend really needs you. Our membership numbers are too low, so Gabby designed some posters. Would you mind picking them up? They're at our secret base. And if you have a fire weapon, it'll come in handy. Okay, ich brauche eine Feuerwaffe und ich muss dann Poster verteilen oder aufhängen oder so. Jetzt will ich erstmal gucken. Die Secret Base, das ist also da, wo wir den Laser geholt haben, im Teapot. Direkt ums Eck von Red Belly. Das ist vielleicht kein guter Ort, um eine... Ja, ich weiß, dass ich die Mission gefailt habe. Ist also eigentlich kein guter Ort, um eine geheime Basis zu haben. Naja. Jetzt geben wir noch bei Janey die Laserwaffengeschichte ab und kriegen wahrscheinlich gleich eine neue. I'm as dry as a... Well, I'm pretty dry. Well, I'm pretty dry. Nice work! I've got one last nugget of fun to be had if you're game. So. Even more fun with lasers, OMG! More ist falsch geschrieben. M-O-A-R. Das hätte jetzt aber sein müssen. Even more fun! I was going to tweak your gun so it shoots explosive rounds. Tons of fun. Though you'd need to watch where you fire the thing. But change of plan. I've got it doing corrosive damage. Wanna give it a go? Please. Tops! Here you go. Hannah would care and all that. I, recently took delivery of some claptrap units. Turns out the bloody thing's main processors are totally fried, which would explain why they were so ruddy cheap. Anyway, put them out of their misery, would ya? Need me to tell you where they are? Thought not. Okay, ich soll Claptraps killen mit einer... If you want to take down something made of metal, a corrosive weapon's your best bet. Boom. I don't want to die. Don't worry, that'll be some residual data. That clap is a total vegetable. Probably. Okay. Was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist das Gesetz brechen bei dem Custom TP. Da habe ich auch nachgelesen, wie es geht. Und dafür will ich dann auch eine Feuerwaffe nutzen. Brauche ich auch eine Feuerwaffe. Was ja für die andere Quest so oder so notwendig war. 4 von 5, wo ist denn der letzte? Komm, das mache ich jetzt noch schnell. Wenn ich ihn finde. Okay, hier oben ist keiner mehr. Da komme ich gerade nicht runter. Ich höre ihn quietschen. Nicht runterfallen.
höre ihn quietschen. Also er ist relativ nah. Mal auf die Seite rüber. Da ist er nicht. Das wäre zu weit weg für sein... Ach, da oben ist er doch. Was versuche ich denn? Was suche ich denn? So. Okay, one last tweak. Talk! Seriously? Do go on, loud guy. Loud guy. Mission to explode all laser weapons. Hold to the coordinates I'm smacking into your echo and wait for instructions. Failure to do this will result in you being branded a huge a-hole. So. Soll ich das jetzt... Ich muss das machen. Okay, ich dachte schon fast, dass es mehr ist, als nur die zu killen. Ich soll jetzt wieder einen Laser zerstören. Das machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Das machen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, vor allem auch wieder, dass ich total überzogen habe, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in dem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Sagt Bescheid, ob ich lieber Jack oder Wilhelm spielen soll, weil das, was ich jetzt hier in dem Part gemacht habe, das war jetzt auch nicht viel. Das kann ich auch wieder mit Wilhelm aufholen. Ja, und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.